Um näher am Unternehmen zu sein und Einblicke in unterschiedlichste Betriebe zu bekommen, war dieser Tage Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei seinem Bezirkstag in Gmunden unterwegs. Gespräche mit den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort standen dabei im Vordergrund, denn nirgendwo sonst bekommt man einen so unmittelbaren Einblick in die Herausforderungen und Anliegen des Unternehmertums, ob Handwerksbetrieb oder internationaler Player. Umreißt Landesrat Achleitner den Hintergrund seiner Besuche im Bezirk Gmunden. Ja, Gmunden ist ein wirklich sehr breit aufgestellter Bezirk, wirtschaftlich sehr stark, touristisch sehr stark, und darum bin ich heute wirklich voller Freude nach Gmunden gekommen. Und das Beste ist, die Stimmung bei den Betrieben ist eine gute. Es dreht wieder Richtung Optimismus und Zuversicht. Wir sind hier in einem Unternehmen, die genau jetzt in schwierigen Zeiten wieder einen Schritt machen in Sachen Investition. 8,5 Millionen werden investiert in einen etablierten Tischlereibetrieb. Das macht Mut und Zuversicht, und genau das ist das, was wir brauchen können. Und Gmunden ist ohnehin der Bezirk der Vollbeschäftigung. Wir haben 3,2% Arbeitslosigkeit, gleich für Arbeitssuchende wie offene Stellen. Also wirklich Gratulation an den Bezirk. Wie wichtig ist denn, dass man sich ein Bild vor Ort macht? Es ist ganz wichtig, dass man die Betriebe kennt, auch als politisch Verantwortlicher, dass man auch mit den Betrieben redet, dass man weiß, was brauchen denn die Betriebe, dass wir wieder an den politischen Rahmenbedingungen arbeiten können, damit wir für den Standort weiterhin gute Rahmenbedingungen schaffen. Die Eintrübung der wirtschaftlichen Entwicklung wirkt sich immer stärker auch auf Oberösterreich aus. Dies vor allem deswegen, weil Oberösterreichs Standort viel internationaler tätiger Unternehmen ist, die derzeit in einem besonders schwierigen Marktumfeld agieren. Ja, wie hat sich die wirtschaftliche Lage und Situation in den letzten Jahren entwickelt? Was hat sich verändert? Hat sich sehr gut entwickelt, verändert hat sich insofern jetzt, dass wir das natürlich jetzt auch spüren, dass im Bau das Ganze ein bisschen einbrochen ist, zurückgeht, und das kommt jetzt bei uns auch an. Ja. Was erwartet man sich als Unternehmer von der Politik in Bezug auf die Wirtschaft? Dass natürlich jetzt in dieser Zeit doch wieder mehr gefördert werden sollte. Wie kann man denn Unternehmen jetzt unterstützen, bürokratisch oder steuerlich? Ja, ich glaube, es muss generell von einer künftigen Bundesregierung, die wir hoffentlich irgendwann jetzt einmal bekommen, wieder klar werden, dass mehr Arbeiten sich mehr auszahlt. Darum geht es, dass die Teilzeit arbeiten, wenn sie ein paar Stunden erhöhen, dass sie dann wirklich deutlich mehr verdienen. Dass die Überstunden machen, warum sollen die Steuern dafür zahlen? Dass die in Regelpension sind und noch arbeiten, warum sollen die Pensionsbeiträge zahlen? Also da, es muss ein Leistungspaket für den Standort geben, wo die Betriebe entlastet werden, wo Bürokratie wieder runtergefahren wird und wo die wieder dieses Leistung bringen auch wieder Spaß macht. Die Politik kann am besten unterstützen, dass man möglichst viele Hürden aus dem Weg räumt, dass die Unternehmer genau das tun können, was sie tun müssen, nämlich produzieren und ihre Waren und das, was sie erzeugen, auch verkaufen können. So steigt auch in Oberösterreich die Zahl der Arbeitssuchenden. Zugleich ist aber die Nachfrage nach Fachkräften nach wie vor hoch und wird aufgrund der demografischen Entwicklung auch weiter zunehmen. Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt vollziehen sich immer rascher und dynamischer. Daher müssen auch in der Arbeitsmarktpolitik eine möglichst große Flexibilität und innovative Ansätze im Vordergrund stehen. Ja, die Arbeitslosenzahlen sind immer noch ein Thema. Wie will man denn als Politik gegensteuern? Ja, wir müssen vor allem die jetzt arbeitslos sind, sind sehr oft die zu wenig Qualifikation haben. Da gibt es ganz viele Programme in unserem Arbeitsmarktprogramm Upperwork, wo wir eben qualifizieren für die Bereiche, wo wir sie brauchen. Wie gesagt, in Gmunden ist das Thema eher, dass wir genug Leute für die viele Arbeit bekommen, die wir haben. Das ist wirklich vorbildlich, muss man ganz klar sagen. Und wenn man perspektivisch schaut, in den nächsten Jahren fehlen in Oberösterreich über 80.000 Menschen von 700.000, die jetzt arbeiten. Daher solche Investitionen, wo optimiert wird, wo digitalisiert wird, wo automatisiert wird, das ist eine richtige Antwort auf den Arbeitsmarkt. Und wir schauen, dass die Arbeit suchen, so schnell wie möglich aufqualifiziert werden, damit sie wieder in Arbeit kommen. Und wenn es noch einen Blick auf den Tourismus wirft, die Zahlen sind erfreulich, oder? Ja, der Tourismus ist eine Branche, die uns auch in schwierigen Zeiten jetzt wirklich viel Freude macht. Wir haben All-Time-High, gerade auch im Salzkammergut, 3,2 Millionen Nächtigungen, All-Time-High, Gott sei Dank, und vor allem in Richtung Qualitätstourismus, was ja unsere klare Strategie ist. Wir sind auch dabei, dass wir uns jetzt auch professioneller aufstellen, was die Tourismusvermarktung betrifft. Alle 6 Tourismusverbände im Salzkammergut haben beschlossen, dass sie zusammengehen zu einem Salzkammergut. Das ist ein wirklich historischer Beschluss und ein weitreichender und richtiger, weil wir die internationale Sicht
Sichtbarkeit des Salzkammergutes erhöhen wollen. Das Salzkammergut kann so viel, ist so wahnsinnig facettenreich. Und das gemeinsam aufzutreten, da ist die Summe der Teile deutlich mehr. Und dieses Bewusstsein hat sich durchgesetzt und das werden wir jetzt in den nächsten Jahren gut umsetzen, damit das Gute noch besser wird und Duplizitäten und so weiter abgebaut werden. Abschließende Frage, was für Resümee ziehen Sie nach dem heutigen Tag? Also der Bezirkstag in Gmunden war ein wirklicher Mutmachertag heute, genau das, was wir brauchen, denn wir haben so viele Leute in Beschäftigung wie noch nie, Kaltabschaffung der kalten Progression, hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse, das heißt mehr Kaufkraft da, jetzt sollen die Leute auch wieder konsumieren, sollen was investieren, dann geht es mit der Wirtschaft auch wieder bergauf und das wünsche ich auch dem Bezirk Gmunden.